Bild, oder besser gesagt, wer ist dieser Mann? Es geht hier um was ganz Besonderes. Ich hoffe, er sieht auch jetzt gerade zu, derjenige, der da gemeint ist, und er freut sich meiner heute wieder etwas geordneteren Frisur. Letztes Mal hat, das ist nämlich der Jeet nebenbei gesagt, den ihr da seht. Ich hoffe, er ist da. Letztes Mal hat er mir so durch die Blume zu verstehen gegeben, dass meine Frisur ziemlich daneben war, was auch gestimmt hat. Hi Jeet! Hattest ganz recht, nur ich habe mich letztes Mal überhaupt nicht gesehen. Wahrscheinlich lag es am Licht, keine Ahnung. Jedenfalls wollte ich jetzt mal allen anderen vorstellen, wer Jeet ist. Da ist er. Auf der anderen Seite, jetzt winke ich mal dahin. Auf diese, kann ich das? Weiß ich nicht. Jedenfalls, das ist Jeet und er ist dafür verantwortlich, dass ich überhaupt reden darf und verantwortlich für die Qualität des Programms, solange sie die Technik betrifft. Alles andere übernehme dann ich. Also, danke Jeet für den Hinweis auf die gute Frisur letztes Mal. Hat mich sehr gefreut und fand ich richtig gut, den Gag, als ich ihn dann verstanden hatte später. Und mache jetzt einfach mal weiter mit der heutigen Tagesordnung. Der mysteriöse Mann ist aufgeklärt. Das war Jeet und ist immer noch Jeet. Da habt ihr ihn gesehen. Ich freue mich, dass ihr ihn jetzt live und in Farbe kennenlernen durftet. Damit gehen wir doch gleich mal rüber zu meinem nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist, ihr seht es schon so ein bisschen, ich blende ihn ganz ein, mein Freund Franz. Mein Freund Franz, auch genannt Franziskus der Erste, über den ich gern ein paar Worte sagen möchte, solange er hier uns zuwinkt, ich ihm auch zuwinke. Franziskus der Erste, ist ja mit unglaublichen Vorschusslorbeeren bedacht worden. Er geriert sich als Reformer und als jemand, der in der Kirche was bewegen möchte. Ich schlage vor, wir warten es einfach ab. Wir geben ihm den Vertrauensvorschuss, ob die Reformen dann in die Richtung gehen, die sich die Mann oder besser gesagt in dem Fall Frau sich vorstellt. Das wird abzuwarten sein, aber wir können ihn an seinen Taten ja messen. Irgendwann wird das der Fall sein. Und solange er aber regiert als Papst, sozusagen Primus inter pares, ist er ja, wie er selbst sagt, einer der Erste untergleichen. Solange sollten wir versuchen, ihn doch mit unseren guten Gedanken zu unterstützen und ihm zu helfen, etwas durchzudrücken, was nahezu unmöglich scheint, nämlich die Kirche zu reformieren. Also wie gesagt, die Art und Weise, wie er es machen wird, werden wir sehen. Wir werden auch die Bereiche sehen, in denen er reformieren wird, wenn er es denn schafft. Und drücken wir ihm die Daumen, dass er das schafft, was sein Vorgänger, der Kardinal Ratzinger, der 25 Jahre lang Großinquisitor war, bevor er Papst wurde, wie die Süddeutsche Zeitung so treffend bemerkt hat damals, dass der Franziskus das ein bisschen effektiver schafft und vielleicht auch noch mit ein bisschen mehr Witz bei der Sache ist, wie zum Beispiel hier zu sehen, das wissen ja die wenigsten, aber der Papst ist ja schon lange präsent, in Deutschland zumindest, wahrscheinlich in Österreich und der Schweiz auch. Aber die Ähnlichkeit ist nicht nur frappierend, wenn man genau hinschaut, sieht man, dass tatsächlich der Franziskus seinerzeit vor etwa 500 Jahren, in einer früheren Inkarnation als Mönch tätig war, diverse Schlüssel an der Hüfte und einen Bierkrug in der Hand, die Werbefigur für Franziskaner Weißbier war. Und das ist nebenbei gesagt überhaupt keine Fotomontage. Das ist tatsächlich, wenn ihr das nachschauen wollt, auf einer Franziskaner Weißbierflasche, da seht ihr genau den heiligen Franziskus. Naja, heilig ist er noch nicht, aber auf jeden Fall ist er auf dem Weg dahin. Und das hat mich gefreut, deswegen wollte ich es euch gerne sagen, in der Rubrik Mein Freund Franz. Da werde ich jetzt jedes Mal, solange er das Papstamt ausführt, werde ich auf ihn eingehen und werde jedes Mal ein paar Worte dazu sagen. Ich fand es auch übrigens schön, dass er seinen Vorgänger,
getroffen hat. Der Herr Ratzinger, der jetzt, keine Ahnung, man weiß ja nicht, wie er heißt. Ich habe dem Vatikan vorgeschlagen, sie sollten ihn den Opa-Papst nennen, aber bisher habe ich keine Reaktion darauf bekommen. Ich fände es gut. Aber wir werden sehen. Also, der Herr Ratzinger war der vorherige, der Herr Franziskus ist es jetzt und ich werde eine Kerze anzünden für ihn. Nächstes Mal habe ich sie auch parat, wollte ich heute schon haben, aber ist leider nicht da. Wie auch immer, ich komme damit. Das war jetzt mal die, das waren so meine kleinen Rubriken. Jeet und Franziskus, mein Freund Franz, was die miteinander zu tun haben, wird sich rausstellen, werden wir sehen. Mal gucken, wie sich die Frisur von Franziskus im Laufe der Zeit entwickelt. Ja, ein Posthumikum habe ich euch angekündigt. Was zum Himmel ist ein Posthumikum? Ein Posthumikum, wie das Wort zumindest sinngemäß in der Lage ist, eine entfernte Ahnung davon auszudrücken. Es geht um etwas, was eigentlich geschrieben wurde oder vermittelt wurde nach dem Tod eines Menschen. Wer ist dieser Mensch und worum geht's? Dieser Mensch, um den es geht, ist eine langjährige, sehr, sehr liebe Freundin, die viele von euch vermutlich durch ihre Bücher kennen. Das berühmteste Buch nennt sich Bestellungen beim Universum und es handelt sich um die Bärbel Mohr. Bärbel, mit Bärbel, oder oh, sind ein paar Links, danke Lil, zu Bärbel. Wer sie nicht kennen sollte, kann sich da schlau machen. Aber ich vermute, dass die meisten zumindest mit ihrem Namen vertraut sein werden. Mit Bärbel war ich lange Zeit vor ihrem Bucherfolg schon befreundet und während dieser ganzen Erfolge und auch darüber hinaus. Ja, und ich war bis zum letzten Tag mit ihr sehr, sehr eng verbunden und kann sagen, dass ich sie auch nach ihrem Tod immer wieder gespürt habe, und zwar ganz intensiv. Als ich nun anfing, mein Buch zum Thema Du bist die Lichtgestalt zu schreiben, passierte was ganz Lustiges. Bärbel hatte mir zu Lebzeiten mal versprochen, dass sie, falls ich nochmal ein Buch zustande bringen sollte, dass sie dann das Vorwort oder sowas Ähnliches übernehmen würde. Und eines Tages setzte ich mich also an meine Tastatur und fing an zu schreiben. Und was da dabei herauskam, ist nun alles andere als meine Art und Weise zu sprechen oder zu schreiben. Und ich möchte euch das nicht vorenthalten, weil ich noch nicht weiß, ob es tatsächlich in das Buch eingehen wird oder ob wir es nur im Ätherischen belassen. Das heißt, ob ich es euch einfach vorgelesenerweise auf YouTube und natürlich auf Jeet TV, da wird es ja auch dann bleiben, verewige. Das Ganze werde ich euch jetzt nun deklamieren oder, naja, nicht ganz, ich werde es vorlesen. Und es heißt Posthumicum von Bärbel Mohr. Ich muss nochmal dazu sagen, ich habe das zwar getippt, aber es ist nicht von mir. Also, ich leg los. Köstlich. Ich darf ein paar Worte zu dem sagen, was der Peter da so zusammengeschrieben hat. Na gut, sagen ist jetzt auch schon wieder irgendwie zu viel gesagt. Hihi. Ich muss es halt als Quantendownload runterladen. Ja, so nennen wir das hier auf meiner Seite des Vorhangs. Zumindest die ernsthafteren Kolleginnen und Kollegen unter uns. Es gibt auch ein paar Witzbolde, die es als Channeling bezeichnen. Aber wie auch immer, ich habe ihm das jedenfalls fest versprochen. Wenn du jemals in diesem Jahrtausend tatsächlich noch ein Buch auf den Zettel kriegst, schreib ich dir ein Vorwort oder sowas Ähnliches, habe ich gesagt. Ich war es nämlich leid mit seinen ständigen Ausreden. Es ist doch alles schon gesagt worden, nur noch nicht von jedem. Was soll ich denn noch groß zu sagen haben? Das will doch eh keiner lesen und so weiter und so weiter. Und jetzt hat es doch tatsächlich geschafft. Vogelwild. Also, ihr lernt bei diesem Posthumikum auch ein bisschen denjenigen kennen, der euch hier alldienstäglich versucht, naja, irgendein paar Worte zu übermitteln und dabei manchmal mit einer schlechten Frisur rumläuft. Also, über mich. Ich lese weiter. Im Grunde finde ich das Buch ja ganz lustig, solange es um die Bewusstseinsentwicklung geht.
Aber die ganzen Hintergrundmauscheleien und Verschwörungstheorien sind mir dann doch mal wieder viel zu abgedreht. Dafür gibt's bestimmt teilweise ganz einfache Erklärungen. Aber das sage ich ihm ja schon seit Jahren und er muss halt doch immer wieder nochmal ein Stockwerk tiefer buddeln gehen. Na gut, manchmal hat sich's dann auch schon mal als wahr herausgestellt, wenn ich zum Beispiel an die Geschichte mit dem 11. September denke. Was hat er mir dazu nicht alles aufgetischt? Er hat ja damals bei uns gewohnt und wir hatten viel Zeit. Also, dass die Flugsicherung des Militärs es niemals zugelassen hätte, dass da ein paar durchgeknallte Entführer riesige Passagierflugzeuge in Richtung New York steuern. Klammer, weil er nämlich bei der Bundeswehr mal bei der Luftwaffe war und sich zufälligerweise genau mit solchen Sachen auskennt. Klammer zu. Oder, dass man auf den Passagierlisten, die wir noch in der gleichen Nacht um 12:30 im Internet angucken mussten, Klammer, nein, das hat nicht bis morgen Zeit, weil die dann bestimmt weg sind. Gut, das hat gestimmt, Klammer zu, keinen einzigen arabischen Namen finden konnte, obwohl die Typen doch bestimmt darauf ausgewiesen wären, ihren Namen dick und fett auf der Liste zu sehen, wenn es heilige Krieger gewesen wären, Klammer, wegen der Jungfrauen im Paradies und so, Klammer zu. Oder die Sache mit der freien Energie. Nix habe ich geglaubt, bis er eines Tages mal wieder und wie so oft eine kleine Überraschung für mich hatte, Klammer, die liebe ich heute noch, Klammer zu, und wir in seinem kleinen, popligen 50 PS Auto, nicht, dass ich was gegen kleine Autos hätte, im Gegenteil, es ist nur wichtig für den Clou der Geschichte, saßen, dass beim Druck aufs Gaspedal losschoss wie ein Rennauto, auf der Autobahn kilometerweise mit 190 Sachen durch die Landschaft bretterte und dann beim Tanken auch noch fast keinen Sprit verbraucht hatte. Den kleinen silbernen Zylinder, der im Motorraum an der Benzinleitung angebracht war, zeigte er mir natürlich erst, nachdem wir von dem Wahnsinnsritt zurück waren. Er erzählte mir dann von einem Sealand Vril-Energiegenerator, den das Teil darstellen sollte, und ich musste sowohl Sealand als auch Vril erstmal im Internet nachgucken. Okay, ich hab's erlebt und kann bezeugen, dass das Auto das alles nicht hätte können dürfen, was es so gekonnt hat. Später lernte ich auch noch den Ministerpräsidenten von Sealand kennen und interviewte ihn für den Sonnenwind. Das war meine damalige Zeitung, die aus der ursprünglichen Copy-Me hervorgegangen war und in der es nur positive Nachrichten und Meldungen gab. Finde ich, ist eine gute Sache, könnte man wieder aufleben lassen. So positive Nachrichten und Meldungen. Gut, probiere ich ja. Apropos Nachrichten, das war auch so ein Thema zwischen uns. Behauptete der Mann doch vom ersten Tag an, ich hatte ihn 1995 in Nürnberg in seinem schnuckligen Buchladen namens Andromeda, auch so eine Schnapsidee von ihm und seinem Kumpel Jan, wegen der Außerirdischen, auf die ich später noch zurückkomme, besucht. Allen Ernstes und steif und fest, die wären alle in einer Hand und es käme eh nur gleichgeschalteter Blödsinn, wenn man den Fernseher oder das Radio einschaltete. Gut, da lagen wir nicht so weit auseinander, aber so ganz wollte ich das dann doch nicht schlucken. Bis wir uns hinsetzten und die ganzen Verwicklungen aufdröselten, die zwischen Nachrichtenagenturen, Politikern, Banken und Massenmedien bestehen. Auweia. Das hatte ich dann mal wieder nicht erwartet. Gut, heute ist das alles kalter Kaffee und der Schramm und der Pelzig sprechen im öffentlich-rechtlichen TV, Klammer, ZDF darf man glaube ich hier nicht sagen wegen der Schleichwerbung oder sowas, Klammer zu, davon, bis sie entlassen werden. Aber Mitte der 90er war das noch eine echte Sensation. Der Buchladen hatte es sowieso in sich. Was man da alles finden konnte. Von den herzigsten Büchlein über Engel, Feen, Bachblüten und Atemtechniken bis hin zu hammermäßigen Krachern über Politik, Geschichte, Finanzen und deren entsprechende Hintergründe. Abgründe müsste man wohl eher sagen. Ganz klasse fand ich aber sofort die Sache mit der Blume des Lebens. Die hatten die Jungs in den USA aufgegabelt und ein lieber Freund musste Peter ein bisschen zwingen, die Seminare nach Europa zu importieren. In Amiland kostete sowas damals 444 Dollar für eine Woche und der Umrechnungskurs zur D-Mark, die es damals noch gab, lag bei 1 zu 1,50. Peterli fragte telefonisch bei der Seminarleiterin nach, ob er den Kurs exakt einhalten sollte, weil dann nämlich 666 D-Mark rauskämen. Die Dame war offenbar noch unbeleckter von Sachkenntnis auf diesem Gebiet und stimmte freudig zu. Oh yes, how funny, soll sie ausgerufen haben. Peter hat's dann so gemacht. Und es haben sich lustigerweise, für mich zumindest, 18 Leute angemeldet. 3 mal 6, wie er mir natürlich sofort und mit leicht gehetztem Blick vorrechnete. Gut, ich habe ihn beruhigt und habe gesagt, dass ich am Wochenende dazukäme. Die Woche über hatte ich keine Zeit und dass dadurch der Schnitt ja angehoben würde. Das fand er gut und wir hatten ein paar sehr witzige Tage in Wolframs Eschenbach. Bei dem Mann ging halt nichts ohne symbolische Bedeutung. Als großer Kaspar Hauser-Fan musste er natürlich darauf rumreiten, dass Wolfram von Eschenbach in seinem Parsival schon die Hauser-Sache vorweggenommen hatte. Und später tauchte er dann in Nürnberg,
in der Nähe von unserem Buchladen, wo sonst, und Ansbach auf, also quasi in Wolframs Heimat. Naja, ich fand die Kaspar-Hauser-Geschichte, die er mir in allen Einzelheiten verklickern konnte, weil natürlich einer seiner besten Freunde der Fachmann auf dem Gebiet ist, auch ohne den ganzen Mittelalter-Rattenschwanz toll. Kurz darauf kam er dann mit der vogelwildesten Story von der BRD GmbH und dass wir keinen Friedensvertrag hätten. Wie jetzt, habe ich gesagt, keinen Friedensvertrag. Die haben noch monatelang rumgesessen und mit den Alliierten gequatscht, bis sie endlich diesen 2 plus 4 Vertrag auf dem Tisch des Hauses liegen hatten. Und den haben wir dann doch alle so schön im Fernseher bewundert und gefeiert. Ach ja, klar, hier kommt wieder die Sache mit dem Fernsehen und den Nachrichten ins Spiel, vermute ich mal so. Ja, meinte er, genau so wäre das. Nachrichten hießen eben deshalb Nachrichten, weil sie nachträglich gerichtet würden. Nachgerichtet, bis es passt für die Öffentlichkeit. Das hätte er auch schon mal erlebt, und zwar etwa 1993, als er morgens um 6 im Auto B5 aktuell, das ist eine bayerische Nachrichtenwelle, die er regelmäßig einschaltete, um seine wilden Theorien bestätigt zu bekommen, angehört hatte. Da hatten sie nämlich von einem über Kanada abgestürzten Feuerball erzählt, der ein paar Kilometer hinter Toronto auf die Erde gedonnert war. Diese Meldung sei nur ein einziges Mal in den Radionachrichten gewesen und dann nie wieder. Und schon gar nicht im Fernsehen, als er wieder daheim war. Kein Sterbenswörtchen. Woher der Ausdruck wohl kommt, hier geht's jedenfalls ganz schön rund bei uns, von wegen kein Sterbenswörtchen. Klammer zu. Naja, jedenfalls wussten wir also nichts vom fehlenden Friedensvertrag wegen der nachgerichteten Nachrichten. Einen Friedensvertrag hätten die Siegermächte, Klammern, wie kann man denn eigentlich einen Krieg gewinnen? So ein Quatsch, Klammer zu. Höchstens mit dem ehemaligen Kriegsgegner, Klammer, klar, Deutsches Reich, das wusste sogar ich, Klammer zu, oder dessen Rechtsnachfolger schließen können. Und das verklickerte er mir anhand einiger Urteile des Bundesverfassungsgerichts, Klammern, zu diesem kam dann auch nochmal ein Sermon, den ich gleich kurz erwähnen werde, sei die BRD nun mal nicht. Und tatsächlich steht es so in verschiedenen Urteilen der Karlsruher Richter. So, die Links kommen auch auf Momanda nochmal, sehe ich gerade. Ja, wunderbar, Dankeschön, super. Diese Richter werden übrigens als Verfassungsrichter bezeichnet, obwohl wir gar keine Verfassung haben. Das habe ich eigenäugig nachgeprüft. Im Artikel 146 des Grundgesetzes, in Klammern, das ist das, was von vielen als Verfassung bezeichnet wird, steht eindeutig Folgendes. Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Ich bin oder war weder Juristin, noch kenne ich mich besonders gut in rechtlichen Dingen aus. Aber ich kann erstens ganz gut lesen und zweitens habe ich meine sieben Sinne beisammen. Da steht eindeutig, dass wir, also inzwischen ihr, dass also das deutsche Volk sich nach Vollendung der Einheit eine Verfassung geben sollte und dass dann das Grundgesetz seine Gültigkeit verliert. Das lässt wenig Spielraum für spitzfindige Interpretationen von schlauen Rechtsverdrehern. Ach ja, ich bin ja noch das Ende der Geschichte mit dieser ominösen BRD-Finanzagentur GmbH schuldig. Da hat er mir deren Webseite gezeigt, auf der zu lesen ist: Die Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH ist der zentrale Dienstleister für die Kreditaufnahme und das Schuldenmanagement des Bundes. Immerhin eine GmbH und keine windige englische Limited, die für die Schulden der BRD so an die 2.200 Milliarden Euro den Kopf hinhält. Gleichzeitig wird die BRD, Federal Republic of Germany, spannenderweise bei den Vereinten Nationen nicht als Mitgliedstaat geführt. Man findet dort nur Germany als Land. Tja, wie heißt denn nun mein früheres und euer heutiges Heimatland, also das der Deutschen? Peter glaubt jedenfalls schon seit Mitte der 1990er Jahre, dass da was oberfaul ist. Und ich muss ihm recht geben. Es stinkt doch zum Himmel, also bis hierauf zu uns, was da politisch auf der Welt so abgeht. Aber eben nicht nur auf der Welt, sondern auch noch zwischen den Welten oder vielleicht sogar unterirdisch. Die Außerirdischen, auf die ich jetzt wie versprochen zurückkomme, hat er nämlich auch erlebt. Es gab da einen wirklich gut dokumentierten Fall in Phoenix im Bundesstaat Arizona in den USA, über die er auch die hammermäßigsten Geschichten bezüglich ihrer Verfassung bzw. deren Nichtanwendung erzählen kann, den er mal wieder zufällig live miterlebte. Und zwar am 13. März 1997, als Tausende ein gigantisches V-förmiges Objekt über Phoenix, genauer gesagt über dem kleinen Vorort Carefree und damit exakt über dem Haus, in dem Peter zu der Zeit wohnte, gesehen haben. Übrigens war einer der Augenzeugen der damalige Gouverneur von Arizona, Fife Symington.
Über die Sichtung wurde jedenfalls innerhalb weniger Minuten auf allen Kanälen der lokalen Fernseh- und Radiosender berichtet, wovon Peter aber nichts mitbekam, da er gemütlich mit ein paar Freunden aus dem Staat Washington beim Abendessen saß und über Gott und die Welt plauschte, während dieses riesenhafte Flugteil direkt über ihm schwebte. Tja, leider verpasst. 2 Wochen später war er dann mit einem guten Freund bei der Aufzeichnung einer Fernsehsendung zugegen, von der er mir sofort per E-Mail erzählte. Da waren nämlich nicht nur etwa 50 Einwohner von Phoenix und Umgebung anwesend, sondern auch mehrere Trucker, die auf dem Weg von Norden aus Flagstaff kommend Richtung Phoenix unterwegs gewesen waren. Hier ein Auszug aus seiner damaligen Mail. Der bärtige Typ war ein gestandener Mann von Anfang 50. Er beschrieb, wie er plötzlich eine leuchtende Kugel am Nachthimmel über der Luke Air Force Base, etwas westlich von Phoenix gelegen, sah, die sich in ungewöhnlichen Flugmustern bewegte. Dann stiegen Kampfjets auf, das müssen F-14 oder F-15 gewesen sein, und flogen auf das Ding zu. Als sie nahe heran waren, schoss die Kugel plötzlich mit einer affenartigen Geschwindigkeit nach oben und blieb in einer Höhe von geschätzten 8 bis 10 Kilometern wieder stehen. Da der Trucker aus Zeitgründen nicht anhielt, die stehen mittlerweile mindestens genauso unter Druck wie in Deutschland, konnte er nur noch sehen, wie die Jets versuchten, die Verfolgung aufzunehmen. Die Kugel allerdings war bald seinen Blicken entzogen. Ende des Zitats. Dann stand während der Pause plötzlich ein Mann im Studio, der davon faselte, dass es sich um Leuchtkörper gehandelt hätte, die bei Übungen an Fallschirmen abgeworfen wurden. Den darauf ausbrechenden Tumult kann man sich in den schönsten Farben ausmalen. Peter jedenfalls stand auf und fragte den Mann unter dem Beifall der anwesenden Augenzeugen, ob das riesige V bzw. eine senkrecht mit Wahnsinnsspeed nach oben schießende Kugel auch nur die entfernteste Ähnlichkeit mit von Fallschirmen abgeworfenen Leuchtkörpern hätten. Jetzt muss man sich vorstellen, dass Peter damals in den USA keine Green Card hatte, sondern mit einem normalen Touristenvisum unterwegs war. Bei seiner kurz darauf erfolgten Rückkehr aus einem kurzen Heimaturlaub in Deutschland wurde er jedenfalls bei der Einreise dezent auf die Seite genommen und bis auf die Unterhose gefilzt. Dann eröffnete man ihm behördlicherseits, dass er sich eines Vergehens schuldig gemacht habe. Man behauptet, er hätte... jetzt kommt was. Okay, das muss ich langsamer lesen. Dann eröffnete man ihm behördlicherseits, dass er sich eines Vergehens schuldig gemacht habe. In Klammern, man behauptete, er hätte in den USA gearbeitet. Wer ihn auch nur ein bisschen kennt, kringelt sich jetzt am Boden vor Lachen. Ich finde, das ist eine Frechheit. Und dass er das Land deshalb innerhalb von 10 Tagen wieder zu verlassen habe. Ob ein Zusammenhang mit dem Vorfall im Fernsehstudio besteht? Wer weiß. Sein guter Freund, der ihn mitgenommen und während Peters kleiner Rede vergeblich versucht hatte, ihn zum Hinsetzen und Schweigen zu bewegen, behauptete jedenfalls, dass das Studio, in dem ausschließlich Sendungen zu grenzwissenschaftlichen und spirituellen Themen produziert wurden, von der NSA, das ist der Supergeheimdienst der USA und nennt sich ausgeschrieben National Security Agency, betrieben wurde, um immer auf dem Laufenden über die Szene zu sein. Naja. Sehr schön fand ich dann, dass er mir eines schönen Tages am Telefon von einer ganz lustigen hawaiianischen Heiltechnik erzählte. Ho'oponopono nannte sich das Ganze und klang so unfassbar einfach, dass ich mir das einfach angucken musste. Er schickte mir den zugehörigen Artikel, den er mal wieder über sein fast schon weltweites Netzwerk bekommen hatte, und wir lasen dann, was es dazu im Internet gab. Natürlich wurde das Ganze umgehendst ausprobiert. Es hatte angeblich bei irgendwelchen amerikanischen Gefängnis- und Psychiatrieinsassen gewirkt, da würde es doch wohl bei uns auch funktionieren. Tat es auch. Und wie. Es wurde eine Zeit lang dann unser Lieblingsspielzeug und ich ließ mir im Laufe der Zeit meine eigene Version dazu einfallen. Da hatte er natürlich wieder zu meckern, dass man die ursprünglichen Dinge nicht verwässern sollte. Pappalapapp, habe ich ihm gesagt, denn ich fand's gar nicht verwässert, sondern einfach nur ein bisschen auf europäisch verändert. Und das hat ja den Leuten dann auch gefallen. Irgendwann machte ich dann meinen Film zur Wunscherfüllung und interviewte ihn zu einem seiner damaligen Herzenswünsche. Nachdem er so viel über die Hintergründe der Finanzwelt herausbekommen hatte, wollte er Ende der 1990er Jahre unbedingt mal einen dieser Typen kennenlernen, die uns das Leben so schwer machen. Und am liebsten wollte er mit ihm frühstücken und ihm ein paar Fragen stellen. Jetzt kann sich jeder denken, dass der Chef einer der großen Banken sich wieder in Yoga-Studios rumtreibt, in denen Peter gerade gehäuft unterwegs war, um seine Ausbildung zum Yogalehrer abzuschließen, noch in irgendwelchen Zirkeln, die sich damit beschäftigten, dem Durchschnittsami beizubringen, dass er rein rechtlich gesehen weder zur Zahlung von Lohnsteuer und Einkommensteuer noch von Kapitalertragssteuer verpflichtet ist. Das sind nämlich alles Abgaben, die von dem sogenannten Internal Revenue Service, IRS, erhoben werden. Und das ist eine Unterorganisation der Fed, der Federal Reserve Bank, die eine private Bank ist, die seit 1913 so tut, als wäre sie eine staatliche Institution.
dass ich mir den ganzen Kram tatsächlich bis heute behalten konnte. Na egal. Peter traf seinen Top-Banker, wie gesagt, nicht in diesen Kreisen. Einer seiner Yoga-Kumpels hatte jedoch einen Freund, der als Hausverwalter arbeitete und, dreimal darfst du raten, das nette kleine Anwesen des Chefs einer der größten amerikanischen Banken betreute. Und so kam Peterli zwar nicht zu einem Frühstück mit ihm, aber immerhin zu einem stilechten Barbecue mit allem drum und dran. Dass er dem Mann bei gegrillten Maiskolben und eiskaltem Bier auch die eine oder andere Information rausleierte, kann man sich lebhaft vorstellen. So, bevor das hier noch in ein Quantengeschwafel ausartet, mache ich mal lieber Schluss und überlasse dem das Feld, der versuchen wird, dir zu verklickern, dass du schon die Lichtgestalt bist, von der du vielleicht träumst oder sogar schon weißt. Und das anhand eines Konzeptes, das mit einer Form der freien Energie zu tun hat, die man hier bei uns als alltäglich bezeichnen würde, wenn es denn Tage gäbe. Ein spannendes Konzept, das in den Mittelpunkt stellt, worum es wirklich geht. Um die alleine und ewige Liebe, die sich ihrer selbst bewusst und ohne Unterlass verströmt. Um die alleine und ewige Liebe, die sich ihrer selbst bewusst und ohne Unterlass verströmt. Das habe ich jetzt aber schön gesagt. Bäh, Wolke 7, im April 2013, bei euch. Ja, Bäh war die Unterschrift von Bärbel unter ihren E-Mails, wenn sie mir geschrieben hat. Und jetzt habt ihr einen kleinen Überblick darüber, was ich so in der Vergangenheit angestellt habe und wie Bärbel Mohr das aus ihrer neuen Sicht von Wolke 7 nun so sieht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ich werde jetzt mal gucken, wie wir von da aus sinnvollerweise weitermachen, denn ich habe ja eine Überleitung von ihr schon sozusagen in den Mund gelegt bekommen. Die Lichtgestalt ist ja auch ein Thema des heutigen Abends. Wir haben ja schon öfter mal drüber gesprochen und es kamen nach den Dingen, die ich so erzählt habe, mehrere Fragen. Eine Frage bezieht sich bei relativ vielen von euch auf das Thema, wie kann das denn sein, dass diese Photonen, aus denen wir dann bestehen, dass die sich von den Elektronen lösen irgendwann mal. Das ist eine tolle Frage, aber ich möchte zuerst nochmal mit euch in den Zustand gehen, in dem ihr dieses Photonenfeld, dieses Biophotonenfeld im Körper, das Plasmafeld spüren könnt. Und deshalb bitte ich euch jetzt mal wieder, die Augen zu schließen und das zu tun, was eigentlich das Sinnvollste an dieser ganzen Sendung ist, nämlich euren Körper zu spüren. Fang einfach an, indem du deine Hände ganz bewusst wahrnimmst. Vielleicht ist da ein Kribbeln oder ein Vibrieren, was auch immer. Eine Leicht oder eine Schwere, ganz gleich. Was immer du wahrnimmst, so ist es. Geh dann weiter. Spüre deine Hände und gleichzeitig deine Unterarme. Spüre auch hier wieder, welche Empfindung sich da zeigen mag. Vielleicht auch gar keine, das ist auch völlig in Ordnung. Und spüre jetzt deine Hände, Unterarme und Oberarme. Und nimm nun deine Füße mit dazu. Du spürst gleichzeitig Hände, Arme, Füße und jetzt auch die Unterschenkel. Spür deinen Körper. Ganz speziell Hände, Arme, Füße, Unterschenkel und Oberschenkel. Vielleicht ist da ein Pulsieren, ein Vibrieren. Nimm nun zu Händen, Armen, Füßen, Beinen den ganzen Rumpf mit hinzu. Spür deinen Körper. Und indem du deinen Körper spürst, magst du möglicherweise irgendeine Form von Empfindung dabei haben. Das kann, wie gesagt, ein Pulsieren sein, ein Vibrieren, Kälte, Wärme, Schwere, eine Leichtigkeit, was immer. Nimm nun zu Händen,
Armen, Füßen, Beinen, Rumpf, auch noch den Kopf hinzu. Lass aber deine Aufmerksamkeit im Körper. Komplett, überall gleichzeitig. Damit nimmst du bewusst die Aufmerksamkeit aus dem Kopf weg und in den Körper, was relativ selten pro Tag geschieht. Jetzt kannst du es ganz bewusst tun. Was immer du da spüren magst, das ist das Bioplasma. Das sind die Biophotonen. Und jetzt magst du vielleicht im Körper die Worte sprechen, Biophotonenkonzentration erhöhen. Spür nach, ob das etwas bewirkt im Körper und wenn, dann was es bewirkt. Falls es nichts bewirkt, ist das völlig in Ordnung. Nun kannst du die Worte angeregte Zustände im Körper sprechen. Das sind die Zustände, in die Elektronen kurzfristig gehen können und in denen die Energie dann messbar erhöht wird. Und nun kannst du zum Abschluss das Wort Kohärenz im Körper sprechen. Damit stellst du eine Ordnung der Lichtmuster her, eine Ordnung des Bioplasmas, eine Ordnung der Biophotonenkonzentration in deinem Körper. Und Ordnung ist die Grundvoraussetzung für Gesundheit, Vitalität, ein langes, gesundes Leben. Letztlich auch für Unsterblichkeit, wenn das dein Wunsch und Wille ist. Nun bleib mit der Aufmerksamkeit im Körper und öffne die Augen wieder. Bleib ganz bewusst mit deiner Aufmerksamkeit in deinem Körper. Vielleicht magst du mit dem Körper zuhören, weniger mit den Ohren. Genau. Da ist die Aufmerksamkeit im Körper. Ja, die Frage nach den Photonen. Ich fange vielleicht nochmal ein bisschen weiter vorne an, denn das Konzept, auf das ich mich beziehe, geht zurück auf die Physiker Burkhard Heim, Jean-Émile Charon und Michael König. Die ersten beiden sind leider verstorben vor einigen Jahren, haben aber kongenial, der eine in Deutschland, der andere in Frankreich, Konzepte entwickelt, in denen mehrere Dimensionen eine Rolle spielen. Beide kamen letztlich auf zuerst mal 8 Dimensionen. Die 4 Dimensionen, die wir kennen, Länge, Breite, Höhe und Zeit. Und dazu die 4 Dimensionen, die bei Heim Strukturraum und informatorischer Raum heißen, also die Dimensionen 5, 6, 7, 8. Die spielen sich bei Charon, in Charons Theorie, das ist die komplexe Relativitätstheorie, im Inneren der Elektronen ab. Es ist sehr, sehr spannend, das nachzulesen. Ich kann euch nur wieder das Buch, das Urwort von Michael König empfehlen, in dem das sehr populär und lesbar, gut lesbar und eingängig beschrieben ist. Wenn es dich interessiert, in diesem Buch kannst du es gut nachlesen. Ich verkürze jetzt in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit. Die Elektronen tragen in sich auch eine Raumzeit, die man auch Zeitraum nennen könnte, in der es sich folgendermaßen verhält. Der Raum
vergeht sozusagen. Er wird zu einem, Charon sagte, zu einem ganz langen Spaghetti, wenn man so will. Und die Zeit steht. Das bedeutet, dass, wenn die Zeit steht, natürlich alle Informationen, die im Elektron gespeichert sind, und zwar in Form von Lichtmustern, jederzeit und ständig abgerufen werden können. Es ist also möglich, in der Zeit sowohl nach hinten in die Vergangenheit als auch nach vorne in die Zukunft zu reisen. Im Inneren des Elektrons befinden sich die entsprechenden Speicher. Wenn ich nun mir diesen Speicher anschaue, dann sind die Lichtmuster im Speicher, im Elektronenspeicher, mehr oder weniger geordnet. Die Ordnung ist, wie vorhin schon gesagt, ein Hinweis auf die Gesundheit und die Vitalität. Je geordneter die Lichtmuster, die Photonenmuster im Elektron sind, desto größer die Chance auf Gesundheit, Vitalität und letztlich auch auf die Unsterblichkeit. Charon wusste schon zum Ende des vergangenen Jahrhunderts, dass diese 8 Dimensionen aber nicht komplett ausreichen würden, um das ganze Bild zu haben, und ging von weiteren Dimensionen aus. Michael König hat nun den jeweiligen Nachlass von Heim und Charon zusammengebracht und hat die weiteren 4 Dimensionen, die Burkhard Heim eingeführt hat, nämlich die Dimensionen 9, 10, 11 und 12, und die Heim als Hintergrundraum, Hyperraum oder G4 bezeichnet hat, hat Michael König zusammengebracht mit Charons Theorie. Die Urworttheorie von Michael König ist also eine Synthese gleichzeitig aus den Theorien von Heim und Charon plus einer Weiterentwicklung von Michael König. Das G4 übrigens hat Burkhard Heim geprägt. Das bedeutet nichts anderes als Gott allein bekannt. Diese 4 Dimensionen entziehen sich der Mathematik. Sie sind logisch zu schließen aufgrund der Dimensionen, die Heim und Charon gerechnet haben, bis zur 8. Dimension. Das sind gerechnete physikalische Dimensionen. Da geht es nicht um spirituelle Dimensionen, nach dem Motto der Aufstieg in die 5. Dimension oder wie auch immer in die 13. Dimension. Es gibt ja verschiedene Konzepte. Da handelt es sich um spirituell definierte Dimensionen, die ihre Berechtigung haben und die einfach nur weitere Aspekte des Spektrums darstellen. Die gerechneten Dimensionen, die kann man bei Michael König finden, der in dem Urwort zwar nicht die Formeln beschreibt und herleitet, das aber gesondert davon getan hat, was auch von Mathematikern und Physikern mittlerweile seit vielen Jahren nachgerechnet wird, und bisher war kein Fehler zu finden. Ja, wir sind im Inneren des Elektrons. Wenn die Lichtmuster, wie gesagt, geordnet sind, bedeutet das, da herrscht Harmonie. Diese innere Harmonie des Elektrons kann sich widerspiegeln in den Photonen, die zwischen Elektronen ausgetauscht werden. Man kann sich das wie ein Ping-Pong-Spiel vorstellen. Elektronen tauschen Photonen aus miteinander, und zwar sowohl in der äußeren Raumzeit als auch in der inneren Raumzeit. In der inneren Raumzeit ist es so, das hat schon ein Physiker ich glaube, den 40er Jahren, das müsste Richard Feynman gewesen sein, als virtuelle Photonen bezeichnet. Ich lege mich da jetzt nicht fest, ich glaube, es ist Feynman, aber bitte nachprüfen. Und dieser Austausch, der nun über außen, über die äußere Raumzeit oder die innere Raumzeit stattfindet, bringt die Information und auch die Energie von Elektron zu Elektron. Im Zuge dieses Prozesses können vor allem die freien Elektronen im Körper ihren Energiezustand erhöhen, indem sie sich gegenseitig Energie schenken. Das geht immer höher, 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 Ping-Pong, Ping-Pong, Ping-Pong. Und dann sind diese angeregten Zustände, von denen ich jetzt vorhin während der kleinen Meditation sprach, erreicht. Das kannst du spüren,
wenn du deinen Körper spürst und ein Vibrieren oder Pulsieren wahrnimmst. Das sind die angeregten Zustände unter anderem, da gibt es sicher noch weitere Aspekte, aber diese spielen eine ganz große Rolle. Die angeregten Zustände sind für mich ein ganz wunderschöner Zustand, weil ich jede Zelle spüre und spüre, wie alles vibriert und lebt und mir in meinen Übungen, die ich jeden Morgen und jeden Abend mache, oder fast jeden Morgen, manchmal lasse ich es aus, aber seit dem Jahr 2000, so gut wie jeden Abend, jeden Morgen vor dem Einschlafen, nach dem Aufwachen erledige, das ersetzt mir manchmal viele Stunden Schlaf, weil der Zustand, wenn er nur für 3 Minuten gehalten werden kann, was gar nicht so einfach ist, aber für 3 Minuten gehalten werden kann, dann hat der Körper die Möglichkeit, während dieser 3 Minuten unglaublich zu regenerieren und Kraft zu tanken. Probier es mal aus, wenn du möchtest. Das ist eine Übung, die leicht ist, die jederzeit zu erledigen ist. Die kannst du im Sitzen, im Stehen, im Liegen machen. Das ist völlig gleichgültig. Und du hast den Nutzen, den dir die Übungen bringen, sofort. Du kannst ihn sofort spüren. Ja, danke für das virtuelle Teilchen. Genau. Auf Wikipedia kann man das finden. Gut. Der Austausch der Photonen bringt die angeregten Zustände. Dann kommt als nächstes in dieser kleinen Meditation das Wort Kohärenz. Die Kohärenz stellt sich durch die Absicht der Kohärenz ein. Du musst nichts tun. Es geht nur darum, diese Absicht zu haben, Kohärenz im Körper herzustellen. Das ist alles. Das Bewusstsein tut die Arbeit. Du kannst dann deinem Körper natürlich durch alle möglichen Dinge, ich habe es schon mal erwähnt, helfen. Wasser hilft mir unglaublich viel. Auch natürliches Vitamin C finde ich sehr gut. Natürliche Mineralien finde ich hilfreich, und noch ein paar andere Dinge mehr. Auf diese Aspekte, diese Nahrungsergänzungen oder den Nahrungsaspekt überhaupt gehe ich in einer der kommenden Sendungen ein. Letztendlich brauchen wir nichts als das Bewusstsein. Das Bewusstsein hat alle Antworten, hat alle Möglichkeiten, kann alles heilen und ist letztendlich freie Energie und ist Liebe. So, jetzt hoffe ich, diese Frage, nein, ich habe sie noch nicht beantwortet, fällt mir gerade auf. Die Frage war ja eine andere, die ich habe nur hergeleitet. Okay, ich bin erst an dem Punkt, an dem die Elektronen sich die Photonen zuspielen, die Vitalität entsteht, die Gesundheit entsteht, die Ordnung entsteht. Aber was kann letztendlich geschehen, um die Unsterblichkeit zu erlangen? Das ist die Frage gewesen, auf die ich noch mit ein paar Worten eingehen möchte. Ich kann mich da der Theorie von Michael König nicht nur anschließen, ich kann mich ihrer auch bedienen, denn es macht für mich absolut Sinn, dass die Elektronen die Bewusstseinsteilchen sind, die Bewusstsein miteinander austauschen, Bewusstsein dadurch erhöhen, Energie erhöhen, Bewusstsein erhöhen, den Informationsstand erhöhen, den jedes einzelne Elektron hat und damit eine Entwicklung, die Burkhard Heim als entelechial bezeichnet, in Gang bringen und fortführen. Die entelechiale Entwicklung, von der Burkhard Heim spricht, bedeutet nichts anderes, als dass jedes bewusste Teilchen immer dem Höchsten zustrebt, dem höchstmöglichen Zustand der bestmöglichen Lösung, um es mal in den weltlichen Worten auszudrücken. Das heißt, jedes Bewusstsein behaftete Teilchen ist bestrebt, den höchstmöglichen Zustand, den es erreichen kann, einzunehmen. Und der höchstmögliche Zustand ist nach meinem Dafürhalten und von meinem Verständnis her ein Zustand, der vom Körper losgelöst ist, der im Körper erreicht werden kann. Wir können den Körper als wundervollen Tempel, als wundervolles
Werkzeug, als wundervolles Vehikel nutzen, um in den Zustand der Körperlosigkeit zu gelangen, sodass der Körper, wie das auch in der Merkabah gelehrt wird, sich auflösen kann, um sich an anderer Stelle wieder zu manifestieren. Das heißt, die Unsterblichkeit heißt nicht, ich muss den Körper zurücklassen. Das ist sicher eine Möglichkeit, kann ich mir vorstellen, mit meinem begrenzten Vorstellungsvermögen. Ich kann mir aber, wenn ich die alten Texte lese, wenn ich mich mit der Merkabah beschäftige, wenn ich mich mit der Forschung von Burkhard Heim, Charon und Michael König beschäftige, dann kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es möglich sein muss, den Körper in das zu zerlegen, woraus er besteht, nämlich Frequenzen. Und um diese Frequenzen an anderer Stelle wieder zu verdichten und daraus dann den Körper wieder zu formen. So, jetzt habe ich es, glaube ich, einigermaßen beantwortet und liege noch ganz gut in der Zeit und habe deswegen zum Abschluss, ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierhin, schickt mir bitte wieder eure Fragen, wenn ihr Anregungen habt zum nächsten Mal. Ich gehe sehr, sehr gern darauf ein. Aber zum Abschluss, um das Ganze in einer Leichtigkeit zu entlassen, möchte ich euch noch zeigen, nachdem ich manchmal hier mit meinen Fingern ein bisschen spiele, dass man das nicht exzessiv betreiben sollte und vor allem, dass man, wenn man mit seinen Fingern spielt, auf keinen Fall dabei außer Acht lassen sollte, dass Sekundenkleber kein Spielzeug ist. So. Gut, nachdem ihr das nun wisst, Sekundenkleber ist kein Spielzeug, aber der Kleber, der unsere Elektronen zusammenhält, ist einer, der sich lösen lässt, im Gegensatz zu dem, was wir da auf den Bildern sehen. Und diesen Körper aufzulösen, wieder zusammenzusetzen, die Merkabah zu aktivieren oder ein sonstiges Lichtgefährt, das euch genehm ist, vielleicht die Forschung von Michael König genauer unter die Lupe zu nehmen, da mal reinzulesen und dieses spannende Feld der Lebensenergie, das auch Wolfgang Wiedergut in seinem wunderbaren Skript, das auf Momanda zu haben ist, ganz kostenlos herunterladen, und es ist ein Lesevergnügen, das ich nur jedem ans Herz legen kann. Wer Lust hat, sich mit all diesen Dingen zu beschäftigen, der ist hier an der richtigen Stelle, der ist auch bei Momanda an der richtigen Stelle und der ist vor allem bei sich und seinem eigenen Bewusstsein genau an der richtigen Stelle. Damit wünsche ich euch einen ganz schönen Abend, habe mich gefreut, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe euch allen und natürlich ganz besonders meinem Freund Franz.